Vatertag 2018. Für viele ein Grund zu feiern. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Lassen Sie es krachen. Für Rettungskräfte und Polizei ein anstrengender Arbeitstag. Die sind alkoholisiert und dann vorsichtig, ne? Die feiern halt. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es kippen kann. Und immer wieder gibt es Verletzte, Schlägereien, Festnahmen. Alkohol löst die Emotionen. Jetzt werden sie aggressiv alle. Wir haben so ein paar Probleme mit den Parkplätzen. Also, einmal drehen, dass du dich erstmal mit dem ersten RTW hier hinstellst. Ja? Ja. Super. Michele Czaka ist Einsatzleiter der Johanniter. Es ist kurz vor 9 Uhr am Steinhuder Meer in der Region Hannover. Mit 44 freiwilligen Helfern sind sie angerückt, zum Einsatz am Vatertag. Versorgungszelte und Sanitätsstationen werden aufgebaut. Seit mehr als 20 Jahren treffen sich hier jedes Jahr rund 1000 zumeist junge Menschen zum Feiern. Die Johanniter sind für alle Fälle vorbereitet. Von zu sehr Alkoholgenuss, dass sie also eine Alkoholvergiftung haben, also ein Intox nennt sich das, oder dann eben gestürzt oder eben auch Gewalttaten. Das heißt, manche Leute, die zu viel Alkohol trinken, dann gibt es dann Schlägereien und dann gibt es Verletzungsmuster von Nasenfrakturen bis zu einer Kopfplatzwunde. Das ist also unterschiedlich. Hier werden die Verletzten zunächst registriert, bevor es dann ins Zelt geht. Und dort können sie dann behandelt werden. Auch Notärzte sind im Einsatz. Bei der Polizei hat Rüdiger Vloka die Verantwortung. Unterstützt werden seine Beamten von einer privaten Sicherheitsfirma. Ihre Strategie? Ein klar zugewiesenes Areal und um 18 Uhr muss Schluss sein. Wir werden natürlich darauf achten, dass hier alles im Rahmen verläuft, also die Musik und so weiter und das eine oder andere, wo wir einschreiten müssen, weil es vielleicht zu Alkoholexzessen kommt, auch gerade von Minderjährigen oder weil es zu Straftaten kommt wie Körperverletzungen, da schreiten wir natürlich ein. Aber wir werden unsere Kräfte jetzt nicht insoweit zeigen, dass es schon irgendwie provoziert. Das werden wir nicht tun. Aber wir sind da. Die Stadt Wunsdorf hat für die Feier eine Wiese mähen lassen. Hier ist alles vorbereitet. Achtung, Platz da! Vorsicht! Komm mal kurz. In Hannover starten Henning Bruns und Kai Börner in ihre Vatertagstour. Seit 6 Jahren organisieren die beiden eine große Sause am Himmelfahrtstag. So, meinst du, das reicht? So, das ist für später. So, hier liegen jetzt auch noch ein paar Brötchen drin. Ja, komm mal kurz. Allerdings können wir das wegmachen. Haben wir hier noch eine Grillstation? So, und dann können wir auch noch, können wir mal so vorführen, was wir alles so gebastelt haben. So, wir können das hier oben reinsetzen. Und dann kommt hier später Ketchup und Senf und so weiter alles rein, Pappen und so, kommen wir dann eben, dann haben wir eine schöne Bratwurststation. Ja. Angefangen haben die beiden mit einem ganz normalen Bollerwagen und 12 Leuten. Nach und nach wurden ihre Fahrzeuge immer größer. Inzwischen sind sie Vatertag-Profis, haben ihre Wagen immer mehr erweitert und professioneller gestaltet, inklusive Eisfach und Disco-Kugel. Ich bin ja Tischler und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir müssen irgendwas haben, wo wir mehr Ware unterkriegen. Und es hat sich einfach so gesteigert. Mittlerweile sind jetzt 82 Anmeldungen. Langsam wird es anstrengend, auch von der Orga her. Danke! Start ist in Hannovers Südstadt. Bis zum Tramplatz am neuen Rathaus will die Truppe heute ziehen. Eigentlich nur 2 Kilometer, doch die können lang werden. Am Maschsee der erste Stopp. 3, 2, 1, Feuer, 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 Bäh! Kein Feuer! Yeah. In Kais und Hennings Tour wollen Männer und Frauen, Jüngere und Ältere, gemeinsam Spaß haben. Hey.
Ja, es ist ja keiner anders. Ne? Also es ist ein Feiertag jeder Zeit. Und das Klassische, dass nur Väter unterwegs sind, das ist, glaube ich, schon längst vorbei. Und ist cool, irgendwie, dass man sich wieder alle zusammen treffen, irgendwie auch neue Leute kennenlernen. Ist doch ganz geil. Ne? Also macht Spaß. 12 Uhr, Steinhuder Meer. Hier gibt es ein Problem. Die Wiese wurde ja speziell dafür gemäht. Jetzt haben wir ein bisschen viel Heu hier liegen und machen uns eben Gedanken aufgrund der Wärme, dass das ja auch brennen könnte. Ne? Eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe könnte hier für eine Katastrophe sorgen. Dieses Risiko wollen die Sicherheitskräfte nicht eingehen. Die eintreffenden Jugendlichen werden umgeleitet. Ein Landwirt wurde alarmiert. Er soll das Heu jetzt ernten. Ralf Wischöfer hat die Bereitschaftsleitung der Stadt Wunsdorf. Er macht sich Sorgen, dass die schon jetzt teilweise angetrunkenen Jugendlichen durch den ungeplanten Ernteeinsatz verletzt werden könnten. Es war anders geplant. Ja. Sollte ja ein bisschen feucht sein, dann wäre das, das abgemähte feucht gewesen, dann wären keine Probleme entstanden. Ist doch gut, wenn Sie die Wiese sauber halten. Weil ich meine, wenn wir jetzt hier in Knie hohem Gras stehen, ist ja auch scheiße. Das hätten Sie auch gestern machen können, dann hätten wir jetzt schon längst drauf sein können. Der ist ja gleich fertig. Wir freuen uns schon. Wollen wir das machen? Das machen wir ab jetzt. Genau, lass uns das abmachen, denn das geht nicht. Die haben sich so super verhalten hier, ne? Genau. Nach einer guten halben Stunde ist das Problem erledigt. Das Heu ist weg. Hier am Steinhuder Meer kann die Party beginnen. Das gibt's nur auf dem Dorf. Und gut, dass man eben so Hilfeleistung hat durch Bauern, die so spontan sind, ne? Klar, in der Stadt kann man sich das nicht vorstellen. Ich bin begeistert, dass das so gut hingehauen hat. Für den Bauer ist der Vatertagseinsatz vorbei. Für die Polizei geht es erst richtig los. Hannover, Innenstadt. Der Maschpark am neuen Rathaus ist in den letzten Jahren Anlaufstelle Nummer 1 für die Vatertagstouren geworden. Hier war im letzten Jahr das Zentrum der Vatertagsauseinandersetzungen. Wegen Christi Himmelfahrt. Ja, weil Christus in den Himmel aufgehört, ne? Ah, deswegen? Ja. Bist du noch wegen Saufen hier, oder nicht? In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Schlägereien und Flaschenwürfe, auch auf die Polizei. Deshalb die Strategie, konsequentes Einschreiten der Polizei, Glasflaschen und Grillverbot im Maschpark. Kontaktbeamter Martin Siegmund setzt auf frühzeitige Gespräche mit den Partygängern. Ja, wunderbar. Auch hier nochmal eine Durchsage der Polizei. Schön, dass Sie alle da sind. Wir wünschen viel Spaß beim Feiern, aber denken Sie bitte daran, Glasflaschen und offenes Feuer und Grillen ist verboten. Die Herren von der Landeshauptstadt Hannover, die Sie dort hinten gegenüber des Landesmuseums finden, haben hier das Sagen. Seien Sie bitte so gut und so lieb und halten sich an die Anweisung. Dann steht einem friedlichen und ereignisreichen Tag, Himmelfahrtstag, nichts entgegen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Lassen Sie es krachen. Entschuldigung, Mr. Polizist. Eine Frage. Bitte, ich habe gerade nicht ganz zugehört, was Sie gesagt haben. Ja, haben Sie Zeitung gelesen? Nein. In den letzten Tagen? Nein. Ich habe nur gesehen, meine Mutter hat mir gesagt, man darf keine Glasflaschen mehr haben. Ja, da hat Ihre Mutter vollkommen recht. Na? Und was darf man noch nicht? Das weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Drogen nehmen. Ja, das sowieso nicht. Ne? Man darf nicht schlafen. Nein, das ist ja. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du Spielung gehst, drück wenigstens 140. Hallo, ja, aber grillen und danke, offenes Feuer ist auch danke. Verboten. Danke! Grillen ist auch verboten? Oder 480. Hey, wir dürfen nicht grillen. Na? Also hier im Park nicht. Ne? Ach so, ja, okay. Na? Also solange die noch ansprechbar sind und friedlich sind, sag ich mal, ist das völlig in Ordnung. Die feiern halt. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es kippen kann. Aber dann, ich sag mal, hoffen wir, dass sie dann einsichtig so nach Hause gehen. Und ansonsten helfen wir ihnen dabei, die Entscheidung etwas leichter zu finden, nach Hause zu gehen. Ne? Mitten im Park, nur wenige Meter von den Partygästen entfernt, brüten die Schwäne Mausi und Hope ihre Eier aus. Zu ihrem Schutz gibt es zwei Schwanen-Bodyguards. Auch wenig Leute, die über den Zaun hier rüberspringen und gucken und machen wollen, ne? Das hält sich heute auch in Grenzen. Bis jetzt noch. Mal sehen, wie es heute Abend wird. Ne? Und wir ziehen so die halbe Nacht noch durch.
Jürgen Husmann ist von der Stadt für die Schwäne abkommandiert. Sabine Koenicke vom ehrenamtlichen Schwanenschutzkomitee unterstützt ihn. 500 Meter weiter südlich am Marschsee müssen die Polizeibeamten das erste Mal einschreiten. Ein betrunkener Mann zeigt ihnen den Mittelfinger. Eine Beleidigung. Nee, Sie verlassen jetzt den Wasserweißbereich, den Sie bekommen haben. Darf ich bitte kurz was dazu sagen? Und zwar mein Kollege, der kriegt einen Schlüssel von mir. Ich werde definitiv nicht fahren. Das ist klar, das weiß ich. Moment, ich muss noch wichtige Unterlagen noch abgeben. Sie verlassen jetzt den Platzverweisbereich. Die Polizei erteilt frühzeitig Platzverweise. Das ist Strategie. Wer betrunken nicht mehr mitfeiert, kann auch später nicht randalieren. Ja, aufgrund Alkoholkonsumes hat er sich nicht sozialkonform verhalten, hat uns gegenüber Mittelfinger gezeigt. Deutlich wahrnehmbar, auch von der Öffentlichkeit. Das ist ja alles sehr stark frequentiert. Das können wir nicht durchgehen lassen. Dafür hat er einen Platzverweis bekommen. Und wir haben ihn angedroht. In voller einer Nichtbefolgung des Platzverweises erfolgt dann eben die Gewahrsamnahme. Im letzten Jahr gab es allein hier im Innenstadtbereich 46 Strafanzeigen. So also in Verbindung mit dem guten Wetter, viele Leute auf der Straße und zunehmender Alkohol, wird es wahrscheinlich ein ereignisreicher Tag werden. Das fürchten auch die Einsatzkräfte in der Region am Steinhuder Meer. Einsatzleiter Chaka schickt erste Helfer zur Wiese. Einfach mal ein bisschen die Augen aufmachen. Wenn die Leute sehen, dass sie schlafen, lasst sie schlafen erstmal. Ne? Weil wenn die alleine sind, dann können sie gerne ansprechen. Okay. Aber bitte achtet auf Eigenschutz, ganz wichtig. Eigenschutz ist also wirklich, die sind alkoholisiert und dann vorsichtig. Ne? Funken ist dabei und... Die freiwilligen Retter sind in Alarmbereitschaft. Bis jetzt ist es noch ruhig. Noch. Aber das ist nicht das Ende. Also wir tendieren, das kommt noch. Also es pegeln immer noch Leute, wir kriegen Informationen aus der Stadt. Die Leute pegeln alle hierher jetzt. Und dann die erste Schlägerei. Dieser Mann wird von der Polizei abgeführt. Das Opfer liegt noch am Boden, wird von den Johannitern versorgt. Er wurde laut Augenzeugen zunächst mit einem Schlag niedergestreckt, dann bekam er noch einen Fußtritt gegen den Kopf. Der Mann wirkt benommen. Im Sanitätszelt wartet bereits Rettungssanitäterin Selina Cordes. Für sie ist es wichtig zu erfahren, was genau passiert ist. Also er hat Tritt gegen den Kopf gekriegt. Ja. War 30 Sekunden weg, sagt ein Bekannter. War auch nicht ansprechbar, hat nicht reagiert. Ich habe Pupillen nicht gemacht. Bleib mal liegen. Pupillen waren ganz klein. Jetzt ist er wieder einigermaßen klar. Ja. Was passiert? Er hat schon mal in den Kopf abgepasst, oder? Haben wir jetzt nicht gemacht, darf erst mal raus. Deinen Kopf abpassen? Ist das okay? Und sagst du, wenn es dir wehtut? Während der Mann behandelt wird, sind die Sanitäter schon wieder unterwegs. Im Ernstfall müssen sie schnell helfen können. Es besteht der Verdacht auf Gehirnerschütterung. Für den Verletzten endet die Vatertagsfeier im Krankenhaus. Inzwischen ist es 14 Uhr. Die Polizei in Hannover hat den Einsatzschwerpunkt endgültig in den Maschpark verlagert. Der Alkohol fließt in Strömen. Wie viele Beamte genau heute im Einsatz sind, verrät die Polizei nicht. Nur Herrn Brune hat hier in diesem Jahr zum ersten Mal die Einsatzleitung und verschafft sich immer wieder selbst einen Überblick über die Lage. Aus ihren Erfahrungen weiß die Polizei, je mehr Alkohol getrunken wird, umso schneller kann die Stimmung kippen. Ja, also ich glaube, wie es im letzten Jahr auch war. Das ist, solange die friedlich feiern, alles gut. Wenn es dann irgendwann mal kippt, die Stimmung, dann müssten wir eben tätig werden. Ne? So wie jetzt, ich glaube, da war eine Schubserei. Ich habe es nicht genau gesehen und dann muss man eben reingehen und gucken, dass da eben nichts passiert. Und nicht erst warten, bis es tatsächlich dann zu Körperverletzungen kommt. Ja. Plötzlich Alarm. Die Kollegen brauchen Verstärkung.
Anscheinend hat es eine Prügelei gegeben. Die Randalierer wollen nicht gehen, diskutieren mit der Polizei. Also ihr regelt so. Ob die Gruppe sich kennt, ist unklar. Die Polizisten versuchen, die Lager zu sortieren. Typisch für solche Einsätze, kommt die Polizei, solidarisieren sich die Gruppen auf einmal gegen die Beamten und suchen immer wieder Streit. Plötzlich eskaliert die Situation. Ist doch okay, Mann. Ist doch okay. Ja, ist doch okay, ist doch okay. In die Arme draußen. In die Arme draußen. Folgen die Randalierer den Anweisungen nicht, greifen die Beamten konsequent durch. Platzvorweis für den gesamten Bereich des Maschparks. Das ist alles, was hinter mir ist und grün ist, zwischen Rathaus und Maschsee. Und bis auf die andere Straße da drüben. Da dürfen Sie nicht aufhalten, inklusive dieser Straße hier. Für wen genau? Alle, mit denen ich hier gerade spreche. Warum? Okay. Aufgrund des Verhaltens, was Sie eben gezeigt haben. Das werde ich jetzt explizit so nicht ausführen weiter. Was? Der Platzverweis gilt ab dem Moment, wo Sie Ihren Ausweis wieder zurückerhalten. Dann haben Sie sich unverzüglich in die von Ihnen gewünschte Richtung zu entfernen. Zugführer Tobias Plän und seine Kollegen tauschen sich immer wieder über Funk aus. So versuchen sie, die Platzverweise konsequent umzusetzen. Ziel: gefährliche Situationen wie diese möglichst gar nicht erst entstehen lassen. Wer nochmal hier erwischt wird, kommt mit auf die Polizeiwache. Also, dass es so früh passiert, ist eigentlich untypisch gewesen. Normalerweise erst zu späterer Stunde, wenn sie deutlich alkoholisiert sind. Also so früh war das in den letzten Jahren zumindest nicht der Fall. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Beamten wurden im letzten Jahr mit Flaschen und Holzlatten beworfen. So, jetzt haben Leute alle gerade den Alkoholpegel erreicht und jetzt suchen sie halt eine andere Beschäftigung anscheinend. Und zur Eigensicherung für uns dann halt auch dann die Schutzausstattung. Maschpark, Maschsee ist für Sie verboten. Ist mir egal, ich gehe nach Hause. Kommen Sie wieder, gehen Sie in Gewahrsam. Ich gehe nach Hause. Okay. Das Schlimme ist, Gerechtigkeit für Deutschland. Ich kriege Schuld, kriege Platzverweis, nicht böse gemeint. Wo ist das Mädchen? Wenn ich fragen darf, genau, der Platzverweis ist jetzt gültig. Jetzt weggehen oder ich sperre Sie ein? Danke, Merkel. Ja. Danke, Merkel, hier. Danke, Merkel. Sie haben jetzt einen Platzverweis und verlassen diese Örtlichkeit. Der Platzverweis gilt für den Maschsee, den Maschpark und alle angrenzenden Straßen. Wenn Sie dem Platzverweis nicht nachkommen oder wiederkommen, sperren wir Sie ein. Ach so, und das alles heißt, klar? Wenn ich jetzt zum Beispiel in 5 Minuten nicht von diesem Platz weg bin, dann sperren Sie mich ein. Einsperren? Ja, genau, sieht's aus. Ach, soll ich laufen, ja? Bitte. Der gilt ab jetzt. Also ich weiß nicht, was bei Ihnen verkehrt ist. Auf Wiedersehen. Ich habe noch 4 Minuten. Ich weiß nicht, was bei Ihnen verkehrt ist. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Aber in 5 Minuten schaffe ich es nicht, wegzulaufen. Also, Sie gehen jetzt in die Richtung und verschwinden hier. Von der Örtlichkeit verlassen. Da kann man es mir doch vernünftig sagen. Hat er doch gerade gemacht. Hat er gerade erzählt. 6 oder 5 Minuten, egal ob ich es schaffe oder sagen nicht. Sie mir, dass mir irgendjemand auf die Fresse haut und jetzt soll ich noch vernünftig mit Ihnen reden. Ne? Also, jetzt gehen Sie. Jetzt. Ich sperre Sie sonst ein. Verspreche ich Ihnen. Nackt in die Hand. Wir können das auch machen wie bei einem kleinen Kind. Ich sehe von 3 runter und dann geht's ab. Pass auf. 3. Ja, was sehen, wo ich filme. 2. Darf ich was sagen? 1. So, oder ich hätte euch schon was gesagt. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das gehört aber zum polizeilichen Alltag mittlerweile mit dazu. Nicht nur in solchen Einsätzen, sondern auch im Streifendienst für jeden Kollegen. Den wir auch machen, deswegen ist man das gewöhnt, in Anführungsstrichen. 15 Uhr. Auch am Steinhuder Meer kommt Stress auf. Ein junger Mann ist den Beamten schon früh am Tag aufgefallen. Er ist sehr betrunken, pöbelt immer wieder die Gäste an. Einsatzleiter Rüdiger Vloka hat die Lage im Blick. Alkohol löst die Emotionen, jetzt werden sie aggressiv alle. Die müssen wir ein bisschen mehr bereden, als es normal der Fall ist. Doch der Mann ist uneinsichtig, wehrt sich gegen die Polizisten. Die Beamten können ihn kaum beruhigen.
Plötzlich wird er handgreiflich. Allein in Steinhude ist die Polizei mit über 20 Beamten im Einsatz. Auch hier hat die Polizei in den vergangenen Jahren feststellen müssen, dass immer mehr Alkohol getrunken wird. Nach nur wenigen Stunden Party messen die Beamten bei dem festgenommenen jungen Mann schon 1,6 Promille Alkohol. Für ihn ist der Festtag vorbei. Auch er wird eine Anzeige bekommen. Mit Saufgelagen hatte der Vatertag ursprünglich wenig zu tun. Früher zogen die Menschen an Christi Himmelfahrt für Prozessionen auf die Felder, um dort für eine gute Ernte zu beten. Daraus entwickelte sich die sogenannte Herrenpartie, bei der es noch hauptsächlich ums Wandern ging. Heute sind auffallend viele junge Mädchen hier und nur ganz wenige Väter am Vatertag. Grundsätzlich ist Vatertag für uns so eine Sache. Wir sind nicht alle Väter, aber das ist ein Tag, um zusammenzukommen. Und genau. Das ist wichtig. Und wir haben den Vater. Ist eine schöne Stimmung? Ne? Sind unterwegs? Passt doch immer. Es gibt nichts Besseres als seine Tochter, da steht sie übrigens, ne? Zu treffen. Und mit denen, ne? Meine ganzen Freunde nehmen die in den Arm. Das ist alles eine riesengroße Familie. Das ist einfach klasse. Familienfest. Ja, das ist einfach ein Familienfest. Das ist ein Familienfest? Greta, sag was dazu. Ja, es ist ein Familienfest. Hier hat die Party nun ihren Höhepunkt erreicht. Doch in 2 Stunden muss die Musik aus und die Wiese geräumt sein. In Hannovers Maschpark gibt es keine Feiersperrstunde. Etwa 1000 Menschen sind versammelt, schätzt die Polizei. Die Beamten kontrollieren Taschen nach Drogen, Waffen und Glasflaschen. Und mit jeder weiteren Feierstunde wächst die Aggressivität. Wieder gibt es Streitigkeiten zwischen mehreren Feierlustigen und dann Stress mit der Polizei, weil der Pöbler nicht gehen will. Was ist zu Film? Hallo, was geht euch das an? Hört mal auf! Lass mich mal los! Ich geh mit euch, also hört mich los! Doch richtig albern, Dicker. Nimmst alles auf. Ja, korrekt. Das ist ganz ehrlich, das ist einfach nur lächerlich. Die Situation droht zu eskalieren, weil sich immer wieder eigentlich Unbeteiligte einmischen und die Polizisten beleidigen. Wie armselig kann man denn sein? Am Ende sind etwa 40 Leute in die Auseinandersetzung mit der Polizei verwickelt. Die Polizisten müssen auch Pfefferspray einsetzen. Selbst gefesselt wehren sich einige Randalierer noch. Auch wenn es nur um eine Sonnenbrille geht. Die Kollegen haben dort unten 2-3 Personen kontrolliert, die vorher eine Auseinandersetzung hatten. Da sollten Platzverweise erteilt werden. Da ist eine Person dem Platzverweis nicht nachgekommen. Die sollte mitgenommen werden ins Polizeigewahrsam, um den Platzverweis durchzusetzen. Und anschließend haben sich diverse andere umherstehende Gruppen da solidarisiert, haben die Kollegen beleidigt und dann im weiteren Verlauf angegangen, kam zu Widerständen dementsprechend gegen Kollegen, die dann festgenommen wurden und dann hier oben auch nochmal zur Beleidigung gegenüber den Kollegen. Bilanz: 2 weitere Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, mehrere Beleidigungsanzeigen, ein leicht verletzter Besucher und 2 leicht verletzte Polizisten. Auf der Festwiese am Steinhuder Meer wird bereits der Müll eingesammelt. Im Sanitätszelt ist aber noch jede Menge zu tun. Also ich bin hingefallen, habe mich irgendwo gestoßen
an meinem Kopf. Willst du wickeln? Obenrum? Also ich wickeln. Leute, das... Ja, lass mal den Kopf jetzt gerade, bitte. Ja. Das muss genäht werden. Das muss genäht werden? Ja. Oh, what the fuck, Alter. Das ist doch nichts, Alter. Ist okay, ist okay. Machen wir den Kopf gerade? Ja, ich versuche meinen Kopf gerade zu halten. Hier kann die Platzwunde allerdings nicht weiter versorgt werden. Das heißt, wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe, ja, dann muss es genäht werden, eigentlich. Naja, genäht werden muss es so oder so. Nebenan eine junge Frau mit Verdacht auf Armbruch. Wir haben doch ein paar Einsätze gehabt, aber glimpflich in dem ganzen Rahmen. Die Leute gehen langsam jetzt zurück und wir freuen uns, wenn das gleich zu Ende ist. Und dann können wir langsam zurückbauen. Also, aber im Vergleich zu den letzten Jahren war das doch ziemlich ruhig dieses Jahr. 22 Einsätze hatten die Johanniter. 6 Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Macht ihr jetzt bitte die Musik aus? Da gibt es diese tolle... Die Musik muss jetzt aus. 18 Uhr ist Feierabend mit Musik. Gar kein Problem. Feierabend. Sehr schön. Sind wir sofort frei? Okay. Bis 19 Uhr ist dann die Wiese bitte leer. Das gehen wir hin. Ist in Ordnung. Wer gehört hier zu? 18 Uhr ist Musik aus. Es ist 18 Uhr. Hier am Steinhuder Meer gehorchen die meisten jungen Leute, wenn die Polizei ihnen etwas sagt. Das Fest endet friedlich und harmonisch. Ihr macht das schon gut, ihr macht einen guten Job und sowas für euch braucht man. Okay. Ich wünsche noch einen schönen alles Abend. Gute, ja. Tschüss. Ein paar Straftaten haben wir, Körperverletzungen, Widerstände, aber ansonsten relativ ruhig abgelaufen. Genau. 15 Strafanzeigen sind es am Ende. Die Strategie ist aufgegangen. Um den Müll müssen sich morgen die Männer und Frauen der Stadt Wunstorf kümmern. In Hannover ist kein Ende in Sicht. Vor und hinter dem Rathaus läuft die Fatih-Party noch auf Hochtouren. Die Truppe um Kai und Henning, die vormittags in der Südstadt gestartet ist, ist mittendrin. Hier läuft ein Jazzfestival. Das Publikum feiert friedlich. Alles schön. Also sind alle super zufrieden. Ich finde es alle mega geil. Also wie gesagt, wir sind 82 Leute und es ist mega. Total cool. Alles entspannt, keine aggressive Stimmung, alles schön. Hinter dem Rathaus hat sich das harte Durchgreifen der Polizei am Nachmittag rumgesprochen. Die Lage entspannt sich. Den Rest des Abends bleibt es ruhig. Ja, größtenteils, auch wenn es anders anmuten mag, relativ friedlich im Vergleich zu den Vorjahren. Alkoholbedingte Ausfälle, die haben wir halt, das ist halt klar. Aber im letzten Jahr hatten wir deutlich mehr mit in den Abendstunden mit Flaschenwürfen zu kämpfen. Und ich glaube, das Verbot der Glasflaschen hat sich durchaus bezahlt gemacht. Kurz vor 11 ist die Party vorbei. Insgesamt zählte die Polizei Hannover in der Innenstadt 16 Körperverletzungen, 25 Beleidigungen und 15 Drogenverstöße. 4 Polizisten wurden leicht verletzt.